wir haben gewonnen. Mein Wort, das ist ein großes Ereignis für dich, Liebes. Zuzusehen, wie deine heißesten Bewerber sich gegenseitig unterstützen. Oh, Bo und Humphrey machen doch alles zusammen, Papa, wie du sehr wohl weißt. Ja! Was ist? Aus! Oh, danke. War Pech, Sir. Danke, Simpson. Wir hatten nur noch 4 Durchgänge, Sir. Tja, so ist das nun mal, Simpson. Ganz schönes Pech, was? Rühre mich nicht an, du Laus. Was hast du denn, Humphrey? Du weißt, was du gemacht hast. Mir absichtlich ein Bein gestellt. Humphrey, was sagst du da? Mir absichtlich ein Bein gestellt. Halt einen Moment, Gentlemen. Das ist ein schwerer Vorwurf, den Sie da erheben, Captain Bagshaw. Mr. West, ist das richtig? Aber natürlich nicht. Humphrey ist doch mein Freund. Warum sollte ich wohl so etwas tun? Soll das etwa heißen, dass Captain Bagshaw ein Lügner ist? Aber nein, das meine ich nicht, aber vielleicht ist er über einen Schnürsenkel gestolpert. Völlig unmöglich. An meinen Zugstiefeln gibt es keine Schnürsenkel. Oh, wie konntest du nur so etwas Abscheuliches tun? Mr. West, Sie sind in meinem Haus nicht mehr willkommen. Und Sie sind auch kein Mitglied mehr in meinem Cricket-Team. Komm, Jane. Ich habe sie verloren, Simpson. Oh, das ist ein herrlicher Tag. Der Brief ist für Sie abgegeben worden, Milady. Danke, Nightingale. Entschuldige bitte. Was ist, mein Liebes? Es ist Bo. Es ist Mr. West. Teuerste Jane, wenn du diesen Brief bekommst, habe ich unser Land verlassen. Ich hoffe, dass ich die schrecklichen Dinge, die passiert sind, vergesse, wenn ich in die französische Fremdenlegion eintrete. Oh Gott, entschuldigen Sie mich bitte. Beruhige dich. Es war das Beste, was er tun konnte. Sieh mal, kein anderer Cricket-Club in unserem Land hätte ihn aufgenommen. Mein Gott. Oh. Man muss ihn sofort runterholen. Man muss ihn runterholen. Er tropft auf meinen besten Teppich. Entschuldigen Sie, Lady. Was brachte dich bloß dazu? Ich hab gelogen. Bo. Bo hat mir kein Bein gestellt. Ich fiel absichtlich. Bo! Teure Bo, was haben wir dir angetan? Ist es das, Simpson? Ja, Sir. Sidi Bel Abbes. Helfen Sie mir runter, Simpson. Sofort, Sir. Hey, du, Araber. Camille Bobo. Helfen Sie mir, mein Fuß. Lass los, schnell, Camille. Mein Fuß sitzt fest. Daran gewöhne ich mich nicht. Ich dachte, das Hinterteil geht zuerst runter. Ruhe, Sir. Abstauben, Sir. Lassen Sie schon. Fragen Sie mal, wo man sich hier meldet. Ja, Sir. Vielleicht in dem Café da drüben. Sehr wohl, Sir. Ist jemand zu Hause? Guten Morgen, Madam. Mein Name ist Bertram Oliphant West. Tut mir leid, aber was kann ich da machen? Mein Name ist Zig Zig, da kann man auch nichts ändern. Nein, nein, Sie missverstehen mich, Madam. Ich wollte nur fragen, wo man sich bei der Fremdenlegion melden kann. Ah, einen Moment. Ich frage den Sergeant. Sergeant? Sergeant Knocker. Er ist ein wichtiger Mann in der Legion. Er weiß so ziemlich alles. Ist er hier? Oh ja, öfter. Das ist wohl das Vermählten-Quartier. Oh. Ha ha.
Hallo, Zuckertasche. Jetzt nicht, Baby. Ich muss ein bisschen schlafen. Hey, hey. Was ist das nur für eine Faszination, die ich auf Sie ausübe? Wieso lassen Sie mich keinen Moment zufrieden? Herz meines Herzens, ich will ja nur reden. Also gut, dann rede, Zuckergatte. Du redest und ich werde ein bisschen... Nein, schlafen. Nein, nicht einschlafen. Da draußen sind zwei Männer, die wollen sich dir anschließen. Ausgeschlossen. Die sollen sich ihr eigenes Bett suchen. Nein, nein. Sie wollen zur Legion. Ganz einfach. Schick die beiden zum Hauptquartier. Auf der anderen Seite der Stadt. Okay. Ich sag es Ihnen. Und danach kommt zurück. Aber ich denke, du willst schlafen. Kann ich was dafür, wenn meine Zunge nicht weiß, was mein Gehirn sich so denkt? Legion! Präsentiert das Gewehr! Was ist das? Kapitän Lepis! Wie? Hallo, hat jemand gerufen? Kapitän Lepis. Kommandant Burger? Schauen Sie. Unbezahlbar. Was ist unbezahlbar? Es sind doch Pumphosen. Das ist kein Scherz. Bringen Sie die Pumphosen runter. Machen Sie schon mal an. Herr Kommandant, nicht so laut. Wenn jemand draußen zuhört, wird er sich fragen, was hier los ist. Diese Idioten interessieren mich nicht. Machen Sie schon. Ich will dieser Sache auf den Grund gehen. Kapitän Lepis. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, wird im Sand eingegraben bis hierher. Kopf nach unten, bringen Sie ihn mir. Aber wie? Benutzen Sie Ihr Gehirn. Schränke durchsuchen. Finden Sie heraus, wer solche Unterwäsche trägt. Oh, Herr Kommandant, kein Legionär würde so etwas tragen. Woher wissen Sie das? Bei den Typen in der Legion, außerdem ist es nicht üblich, Fragen zu stellen. Vielleicht sollten wir damit anfangen. Oh, Herr Kommandant, sehen Sie nur. Auf dem Hinterteil steht was drauf. Naja, vorn ist nicht so viel Platz. Was ist Tod allen Ungläubigen der Legion? Eure Zeit ist abgelaufen. Das flammende Schwert hat gesprochen. Was ist das? Welches flammende Schwert? Herr Kommandant, es ist ein Emblem des Anführers der Riffs, Scheich Abdul Abulbul. Sie haben meine Botschaft gelesen. Tragen seine Frauen solche Hosen? Lass uns denen einen Vorgeschmack geben von dem, was kommt. Ungeheuerlich! Und ich werde dieser Sache auf den Sieh nur, wie die Mäuse rennen. Aber der Augenblick ist noch nicht gekommen. Gehen wir. Effendi, sieh, was da kommt. Ich glaube, hier sind wir richtig, Sir. Na fein, dann helfen Sie mir runter, Simpson. Du, Camille, Bobo. Ja, jetzt! Um Himmels Willen, Sir! Dieser alte Spruch ist richtig. Der Verstand der weißen Ungläubigen ist eine rätselhafte Sache. Sie sind einfach dumm. Da geht's rein, Sir. Tja, Simpson, der Augenblick ist gekommen, um Lebewohl zu sagen, alter Freund. Nein, Sir, ich kann es nicht. Ich kann Sie nicht hier zurücklassen. Ich melde mich auch bei der Fremdenlegion. Oh, Simpson. Simpson. Nein, Sir, bitte nicht, Sir. Nicht vor den Eingeborenen, Sir. Oh. Entschuldigung. Jetzt soll ich klopfen, Sir? Ja, bitte, Simpson. Sofort, Sir. Herr Kommandant, da klopft jemand ans Tor. Eine Frechheit. Erwarten die, dass ich sie reinlasse und ihnen alles übergebe? Ah, vielleicht wäre es das Vernünftigste. Niemals. Nur über ihre Leiche, Lepis. Huh. Ich habe dann noch etwas, worauf die nicht vorbereitet sind. Bringt die Kanonen und lade sie mit Kartätschen. Und wenn ihr keine Kartätschen habt, dann nehmt sonst was. Ja, los, Tempomänner, bringt die Kanonenstellung und ladet sie. Vielleicht wollen die unsere Dienste nicht, Sir. Unsinn, die suchen doch immer wieder nach Rekruten. Die werden uns mit offenen Armen empfangen. Die Munition! Ich hab's doch gleich gesagt. Feuer! Oh! So, Sie beide wollen also in die Fremdenlegion? Ja, das sagen wir Ihnen doch dauernd. Ist Ihnen klar, dass wir vor kurzem heftig angegriffen wurden? Es wäre möglich, dass Sie was damit zu tun haben.
Oh nein, Sir. Spione, die unsere Geheimnisse auskundschaften sollen. Spione? Unerhört, Sir. Wir sind englische Gentlemen. Erzählen Sie mir nichts von englischen Gentlemen. Ich habe gesehen, was an die Wände geschmiert wird in Ihren englischen Gentlemen. Mr. West hat nie was an Wände geschmiert. Er ist ein absoluter Ehrenmann. Wenn er wirklich so ein Ehrenmann ist, warum will er dann zu uns in die Fremdenlegion? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aha, Sie haben vielleicht Ihre Ehre auf den Spielfeldern von Eton verloren. Daran ist Mr. West nicht schuld gewesen. Es war nämlich eine Gärtner-Simpson. So, gut. Sie können eintreten. Aber ich werde Sie beobachten lassen. Beim ersten Zeichen von Verrat, das Exekutionskommando. Das Exekutionskommando? Oh, das wird uns gefallen, Sir. Mr. West ist ein ausgezeichneter Schütze. Wie entfernen Sie die beiden? Wie, Kommandant Burger? Rekruten, stillgestanden! Achtung, links um! Im Gleichschrittmarsch! Inarien, Sir. Danke, Sir. So. Nein, ich bestehe darauf. Nein, Sir. Los, rausbringen! Lepis? Wie, Herr Kommandant? Übergeben Sie die Leute dem Sergeanten. Der wird Soldaten aus Ihnen machen. Wissen Sie es noch nicht? Sergeant Nocker ist noch nicht von der Patrouille zurückgekommen. Noch nicht wieder zurück, aber das sind schon 6 Tage. Ist er etwa wieder allein gegangen? So, Sergeant, hier kannst du anhalten. Sergeant, musst du wirklich schon wieder zurück? Ach, komm schon, Zuckerdattel. Ich habe es dir doch erklärt. Wir hatten 6 wundervolle Tage, Himmel. Es war großartig, einfach toll. Aber, Baby, ich muss zurück. Meine Arbeit wartet. Komm bald zurück. Süßer, hast du nicht kapiert? Ich bin ein Sergeant, ich bin ein wichtiger Mann. Das siehst du doch an den Orden. Wie hast du die bekommen? Weißt du, wenn ich dir das erzählen würde, wärst du noch verrückter nach mir als jetzt. Sei nicht traurig. Schönen Dank, Süße. Und danke für den Transport. Hat sich gut geritten, ne? Ja. Gib mir mal eine Pause, ja? Es ist ein riesiges Land. Ich kann sie nicht alle übernehmen. Naja, wieder zurück zum Üblichen. Lass mich rein! Lass mich rein! Ich sehe euch an! Herr Kommandant, Sergeant Nocker ist wieder da! Unmöglich! Aber ja, Herr Kommandant, er ist am Tor! Sergeant Nocker meldet sich zurück von der Patrouille. Nein, Sir, keine Sorge. Danke, es wird schon gehen. Immerhin war ich ja bloß 5 Tage ohne Nahrung und Wasser. Keine Sorge. Bringt Wasser, schnell! Oh, wirklich sehr freundlich. Ein bisschen Wasser, vielen Dank, Sir. Es wird schon gehen. Ich muss meinen Bericht machen. Trinken Sie, Sergeant. Danke, Sie sind ja alle so gütig. Danke, Sir. Köstlich, Sir. Und nun, Sergeant, wenn Sie sich besser fühlen, Ihr Bericht. Ja, Sir. Wissen Sie, letzten Sonntag hörte ich, dass Fort Soissons-Neuf angegriffen werden sollte. Es kostete mich 20 Francs, aber ich will sie nicht wiederhaben. Das war mir die Auskunft wert. Sergeant, Sie werden sie wiederkriegen. Oh, danke, Sir. Sie sind eine Wucht. Wissen Sie, ich dachte, ich gehe schnell mal hin und warne die Besatzung, Sir. Soissons-Neuf? Aber das ist über 200 Kilometer entfernt. Ach, mir ist nicht so weit, Sir. Wenn das Leben der anderen Legionäre gefährdet ist, Sir. Sie sind allein gegangen? Ja. Was geschah? Die mordlustigen Riffs sind über mich hergefallen. Ah, so. Sie wurden überrascht. Ich meine, welche Chance hatte ich? Ein Legionär gegen 100 Riffs. 100? Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Sir. Die Hälfte von denen ist inzwischen tot. Das ist ja erstaunlich, wahrhaftig. Ich konnte es selbst kaum fassen, also zählte ich sie 2-mal, Sir. Kapitän Lepis, diese Tat muss unbedingt belohnt werden. Ich hole den Behälter, Herr Kommandant. Sergeant Nocker, ich salutiere vor Ihrer Tapferkeit. Sie haben sich Ihrer großen Tradition würdig erwiesen. Oh, bitte nicht, Sir. Sie bringen mich vor den Männern in Verlegenheit. Och, Sir, das ist doch nicht nötig. Ich habe schon so viele. Ich bin stolz darauf, Ihnen zu dienen, Sir. Ich denke... Oh, das ist aber schöner. Ja, den meine ich. Echt Silber. Danke. Prima, Sir.
Jane, mein Kind, ich halte es immer noch für unklug. Oh, Papa, ich muss es tun. Siehst du das nicht ein? Bo ist vor allem meinetwegen weggegangen. Es ist meine Pflicht, ihm zu sagen, dass sein guter Name reingewaschen ist. Oh, meinetwegen. Aber bitte sei vorsichtig, mein Kind. Du hast ein viel zu behütetes Leben geführt und weißt nicht, was einer jungen Dame passieren kann, die allein reist. Nun, ich reise doch in der ersten Klasse. Nun, darüber spreche ich doch gar nicht. Ich denke an Männer. Was können Männer denn schon machen? Oh, ein viel zu behütetes Leben. Auf Wiedersehen, mein Kind. Guten Morgen, Miss. Ich wollte nur Ihre Fahrkarte kontrollieren. Meine Fahrkarte? Richtig. Reisen Sie allein, Miss? Ganz recht. Warum? So. Es ist keine große Sache. Was für eine komische Art, meine Fahrkarte zu kontrollieren. Aufwachen! Ihr Hunde, aufwachen! Aus mit euch, verdammt nochmal! Hey, du, wach auf, verdammt nochmal! Guten Morgen, guten Morgen, Simpson. Es ist Zeit zum Aufstehen, Sir. So, danke vielmals. Wo ist der Tee? Der ist noch nicht serviert worden, Sir. Oh, wenn es so ist, lassen Sie bitte mein Bad ein. Es tut mir furchtbar leid, Sir, aber ich habe bis jetzt kein Bad gefunden. Kein Bad? Nein, Sir, ich habe gehört, dass er... Ich wage es nicht zu sagen, Sir. Wagen Sie es nur. Dass man sich am Pferdetrog wäscht. Draußen, Sir. Nun, wenn es so ist, lassen Sie meinen Trog ein. Danke, Klotzki. Schön, wieder hier zu sein. Mit bescheidenem Komfort. Das war eine schlimme Patrouille, Sergeant. Schlimmer geht's kaum noch, Klotzki. 6 Tage und 6 Nächte da draußen. Das schlaucht einen mächtig. Kann ich mir vorstellen. Sergeant, es ist unglaublich. Da waren Sie nun in der Wüste und kein Sandkorn in Ihren Stiefeln. Ja, wenn ich tue, was ich tue, ziehe ich die Stiefel vorher aus. Hey, bist du aber niedlich. Was ist denn jetzt bei uns? Ja, das ist schön, wieder hier zu sein und den Exerzierplatz zu sehen. Was zum Teufel ist das? Habe ich Halluzinationen? Das sind die beiden neuen Sergeanten. Die kamen gestern. Bilden die sich ein, das ist hier ein Heilbad? Was sind die? Frisch verheiratet? Das sind Engländer, Sergeant. Alle Engländer sind halb irre. Wenn ich mit denen fertig bin, werden sie ganz irre sein. Ich freue mich schon darauf, die beiden zu schleifen. So was Lustiges ist mir nicht passiert, seit der andere Tommy hier war. Wie war sein Name noch? Bolex. Ja! Das O-Bein. Scheuchen Sie die auf den Exerzierplatz. Was haben Sie denn vor, Sergeant? Alle Mann antreten und Tempo! Abteilung, antreten! Nicht so lahm, ein bisschen Tempo, ihr müden Hunde! Los, los! Ihr wollt Soldaten sein? Riecht euch! Riecht euch! Also, stillstand! Ihr lausigen Armleuchter! Alle anwesend, Korporal. Bis auf die beiden Neuen. Das mache ich schon, Sergeant. In Ordnung. Nein, das mache ich persönlich. Vielleicht kriege ich die Gelegenheit, das Baby zu baden. Riecht euch! Riecht euch, verdammt nochmal! Und bitte schon! Ihr lausigen Armleuchter! Riecht um! Nehmt gleich hin! Arsch! Hey, was ist hier los? Kann der Kleine sich nicht selber anziehen? Sir, ein Gentleman zieht sich niemals selber an. Oh, tut mir schrecklich leid. Ich bin ein bisschen unwissend in diesen Angelegenheiten. Das macht nichts, alter Knabe. Sie lernen es. Können wir was für Sie tun? Ja. Hätten Sie vielleicht Lust, rauszugehen zu einer freundlichen kleinen Parade? Der Kommandant wird auch da sein. Es ist immer so spaßig. Danke, das ist nett von Ihnen, Sergeant. Danke vielmals, sehr nett. Wir beide werden ganz entzückt sein. Oh, prächtig, prächtig, prächtig. Das heißt, erst müssen wir frühstücken. Wo ist übrigens das Restaurant? Oh, tut mir schrecklich leid, aber wir haben hier kein Restaurant. Aber ich empfehle was anderes. So, was denn? Wir haben ein Plätzchen, wo wir euch bis zum Hals in den Sand stecken, tagelang. So, warum denn? Für Widerworte gegen den Sergeanten! Für Unpünktlichkeit beim Antreten! Und weil ihr dasteht wie ein paar mutterlose, vaterlose Trottel! Und jetzt raus mit euch! Ihr werdet in 5 Sekunden draußen sein, und zwar fertig angetauert! Tempo! Ja, bitte? Fertig zur Inspektion, Sir. Danke, Sergeant. In Zukunft wird die Garnison in Alarmbereitschaft versetzt. Aller Urlaub gestrichen und doppelte Wachen.
Kriegen Sie! Doppelte Wachen? Wofür, Sir? Ich erwarte einen Überfall. Haben Sie das gesehen? Oh, möchten Sie die gefüllt haben, Sir? Sergeant! Ich meine, eine Frau, die die trägt, kann eine Menge Ärger bei uns machen. Seien Sie unbesorgt, Sir. Ich werde Sie schnappen. Sie wird Ihnen nichts antun, Sir. Diese Hose habe ich nicht von einer Frau, Sergeant. Ja, von wem denn, Sir? Hallo? Hallo? Oh. Sie wurde heute früh am Fahnenmast gehisst. Da steht eine Botschaft drauf. Sehen Sie? Lassen Sie sehen. Oh, Abdul Abulbul. Oh, da würde ich mir keine Sorgen machen, Sir. Der Bursche hat 12 Frauen. Da bleibt ihm keine Zeit für Überfälle. Ich kenne eine alte arabische Redensart, Sergeant. Je mehr ein Kamel trinkt, desto öfter wird es einen Aufenthalt machen wollen. Oh, das ist ein guter. Kennen Sie den von dem Butler und dem Stubenmädchen? Sie werden nicht darüber sprechen. Und jetzt bin ich zur Inspektion bereit. Sir! Präsentiert das! Geh her! Ja. Nicht mal die Jacke. Sehr gut, ja. Was ist das? Ein Scherz? Ich hab vergessen, dass ich ihn aufhatte, Sir. Kümmern Sie sich um ihn, Sergeant. Ja, Sir, wird mir ein Vergnügen sein. Ach so, der Hut. Das dürfen Sie ihm nicht übel nehmen, Sir. Er war so beschäftigt. Ruhe! Ah! Oh! Entrez. Bonjour, Mademoiselle. Willkommen an Bord. Merci, wie nett. Es ist möglich, dass es im Kanal stürmisch wird, Mademoiselle. Ich schließe lieber das Bullauge. Wenn Sie meinen. Mademoiselle reist allein? Ja, warum? Aha. Was für eine komische Art, das Bullauge zu schließen. Diese verdammte Fliege. Tut mir leid, Sir. Ich bin an allem schuld. Nicht verzagen, Simpson. Es sind ja bloß noch 5 Tage. Ja, Sir. Sir? Ja, Simpson, was ist denn? Denken Sie, es gibt Würmer in der Sahara, Sir? Keine Ahnung. Wieso? Oh, irgendwas krabbelt an mir rauf, Sir. Hilfe! Ganz ruhig, Simpson. Ich halte es einfach nicht mehr aus, Sir. Vergebung, Sir. Aber wenn Sie erlauben, werde ich jetzt verrückt. Oh, ich hab Würmer! Ich hab Würmer! Ganz ruhig. Das hier ist bestimmt noch nicht alles. Der Sergeant hat uns gefressen. Oh ja, das weiß ich doch, Sir. Und denken Sie nur daran, dass er uns gesagt hat, wo wir uns melden sollen. Oh. Was meinen Sie? Dieser Sergeant Nocker, Sir, den die Frau in dem Café gefragt hat. Er war im Hinterzimmer. Oh. Und nach einer Weile ist er zurückgekommen, sah aus wie ein Wrack und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Das würde ich auch nach ein paar Tagen mit dieser Frau, Sir. Aber er sagte dem Kommandanten, dass er auf Patrouille gewesen ist. Und er kriegte einen Orden für seine Tapferkeit. Genießen Sie den Aufenthalt, Gentlemen? Ja, wir fangen gerade an, Sergeant. Wie schön, das zu hören. Denn wenn Sie hier wieder raus sind, werde ich Ihnen das Leben so schwer machen, dass Sie sich wünschen, wieder reinzukommen. Nein, das denke ich nicht, Sergeant. Ein tapferer Mann wie Sie, der allein auf Patrouille geht und 50 Riffs tötet, macht sowas nicht. 53. Oh, ich bitte um Verzeihung. Hören Sie das, Simpson? Es kann nicht Sergeant Nocker gewesen sein, der bei der Frau in diesem Café war. Aber er war es. Ich habe ihn deutlich erkannt. Unsinn. Das müssen Sie sich eingebildet haben. Ich denke, wenn wir hier raus sind, gehen wir zum Kommandanten und fragen ihn. Der muss es wissen. Hey, Moment mal. Waren Sie gestern früh in dem Café und haben gefragt? Also waren Sie doch da, Sergeant. Klotzki! Sergeant? Korporal Klotzki, was tun diese beiden prächtigen Männer da unten? Aber Sergeant, das haben Sie doch selber befohlen. Ich soll das gesagt haben? Ich würde doch nicht das Talent dieser intelligenten, pflichtbewussten Soldaten vergeuden. Sie müssen verrückt geworden sein. Aber Sergeant, ich... Schnauze! Und widersprechen Sie nicht! Aber Sergeant... Lassen Sie diese beiden prächtigen Gentlemen sofort hier rausholen, oder ich...
Befehlssergeant! Keine Sorge, das war eine schlimme Verwechslung. Hier, nehmen Sie eine Zigarre. Ich habe das Gefühl, dass wir drei dicke Freunde werden. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und schneller, 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 aufwachen, 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 aufwachen! Schneller! Bewegt euch! Aufwachen, aufwachen, schneller! Tempo, Tempo, Tempo! Na, Freunde, alles recht so? Achtung! Attacke! Tut mir so leid, Sergeant. Ist doch gut. Jeder macht mal einen kleinen Fehler. Freundchen. Simmi, aufwachen. Tee ist gekommen. Danke vielmals. Sehr nett, Sergeant. Oh, das mache ich doch gern. Übrigens nehmen Sie heute früh an der Parade teil. Der Kommandant inspiziert. Es dauert sicher nicht lange. Ja, ich denke, das können wir machen. Sehr schön, das bewundere ich, Schneid. Aber es hat keine Eile. Wir warten gern, Liebster. Also kommt, Jungs. Sekunde. Und jetzt. Schließt die Augen. Na, macht schon, schließt die Augen. Jetzt gibt's eine Überraschung. Ihre Augen sind nicht geschlossen. Und jetzt gucken. Na, was sagen Sie? Oh, Sergeant, was sollen wir da nur sagen? Oh, nur ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung, Freunde. Ja, aber wo ist die hergekommen? Oh, das ist unwichtig. Sagt es nur niemandem. Le Pies! Le Pies! Oui, Herr Kommandant? Wo ist meine Badewanne? Sie ist verschwunden! Ihre Badewanne? Entrez! Willkommen im Kaifa Hotel in Algerien, Mademoiselle. Ich bin der Manager. Guten Tag. Ich wollte nur fragen, ob Ihre Unterbringung hier zufriedenstellend ist. Aber ja, ja, völlig. Mademoiselle reist allein? Ja. Was für eine komische Art zu fragen, ob ich zufriedengestellt werde. Über einen altmodischen Balsam. Sagst du heute nicht Hallo zu mir, mein Sergeant? Hallo. Süße, ich kann nicht sehen. Geh mal aus dem Licht. Baby, wie wär's jetzt mit dem Tanz der zwei Schleier? Du meinst den Tanz der sieben Schleier? Wollen wir das nicht lieber abkürzen? Ist das nicht toll? Sie ist einfach verrückt nach mir. Sie ist wirklich wundervoll. Aber warum trägt sie den Rubin in... hier? Na, damit es da nicht durchbläst. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, Sir, aber die Dinger, die sie da hat... Ja, Simpson, ja, ich habe sie bemerkt. Wir haben nämlich zu Hause ein paar Kastrollen, die sehen ebenso aus. Oh ja, ganz recht. Wir benutzen sie für die Klöße. Ja, wenn gerade nichts anderes da ist. Ich hätte sie gern kennengelernt. Was, die Tänzerin, Sir? Nun, ich denke nicht, dass das empfehlenswert wäre, Sir. Warum denn nicht? Simmi hat recht. Ich würde mich nie mit Frauen von dieser Sorte einlassen. Hallo, Süße! Was ist? Willst du dich ablegen und dich zu uns setzen? Danke
Dankeschön. Oh, nein, 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 ich danke dir. Woher weißt du, dass ich hier die einzige interessante Persönlichkeit bin? Von niemandem. Aha, du kannst hell sehen. Darf ich Ihnen sagen, wie sehr Ihr Tanz mit mir gefallen hat? Danke sehr. Sie sind furchtbar gütig. Wir haben Sie hier noch nie bewundert. Nein, ich komme eben erst aus Ägypten. Ach, Ägypten, Land der Geheimnisse, Heimat der mächtigen Matronen. Sie meinen Pharaon. Ich weiß schon, was ich sage. Sie sehen so ungemein hübsch aus. Ich bitte Sie. Oh, doch, doch, es ist wahr. Wie ist Ihr Name? West. West. Bertram Oliphant West. Ist ja drollig. Mein Name ist... Bertram Oliphant. Ist ja irre. Siehst du, mein Name Aber ist... die meisten meiner besten Freunde nennen mich Bo. Bo? Ja, B-O. Sie haben komische Freunde. Und wie ist Ihr Name? Alle nennen mich Corktip. Aber du kennst doch nicht meinen Namen. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Na, das höre ich gern. Man kennt mich sogar in Ägypten. Ist ja auch kein Wunder. Sie nennen dich den miesen Stinker. So nennen sie mich. Sie wissen eben, dass ich... Was? Zig Zig hat dich gerade so genannt. Hm? Ganz schön kästig, Puppe. Warte. Der weise ich nie wieder einen Gefallen. Möchten Sie eine Erfrischung, Miss Corktip? Oh, nein, danke. Ich muss wieder an die Arbeit gehen. Ach so, wieder tanzen? Nein, ich bin auch Wahrsagerin. Wirklich? Mhm. Toll. Ich schaue in meine Kugel oder ich betrachte Ihre Hand oder ich fühle Ihre Kopfform. Wer hat das getan? Das war ich. Du, stich. War wirklich sehr geschickt, muss ich bewundern. Los, halt, einen Moment. Du wirst als Erster sterben. Genug. Geht, ihr Hunde. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Gentlemen. Diese Leute sind unwissende Narren. Sie sind zur rechten Zeit gekommen. Ich war gerade dabei, die Nerven zu verlieren. Es wird nicht wieder passieren. Friede sei mit euch. Und Friede auch mit dir. Idioten, wolltet ihr die Legionäre hier töten? Vor all den vielen Leuten? Ich habe andere Pläne mit ihnen. Ja, bitte? Entschuldigung, Herr Kommandant, hier ist eine Frau für Sie. Eine Frau? Aber heute ist doch nicht Sonnabend. Nein, nein, nicht die, Herr Kommandant. Eine fremde Frau. Sie hat sich nach dem Kommandeur erkundigt. Eine weiße Frau hier draußen? Und da draußen. Führen Sie sie herein, aber schnell! Oui, oui. Lady Jane Ponsonby, Kommandant Burger. Oh, Jane! Maximilian! Oh, pardon. Nicht zu fassen, du bist... Wie lange wir uns nicht gesehen haben. Oh, ja, es ist Jahre her, als ich in Wien im Pensionat war. Und ich war dein Fechtlehrer und habe dich angegriffen. Und ich war erst 17 und hatte keine Ahnung, worum es geht. Beim Fechten, meine ich. Und so ein bildhübsches Kind warst du. Mit den Zöpfchen und der Klammer an den Zähnen. Und du hattest Hosenträger an deinen Lederhosen. Ach, mein Lieb. Maximilian. Verzeih mir, meine Liebe, aber ich habe seit einer Ewigkeit keine weiße Frau mehr gesehen. Abgesehen von der Hautfarbe kann der Unterschied ja nicht so besonders groß sein. Das ist wahr. Da gibt es eine alte arabische Redensart. Die Weiße des Schnees ist die Schwärze der Kohlengrube, wenn kein Licht da ist. Sehr nett gesagt. Aber nicht du. Du bist unverwechselbar. Nur weil ich dich nicht kriegen konnte, bin ich zur Legion gegangen. Meinetwegen? Ja, denk an den Tag, an dem du Privatunterricht bei mir hattest. Und ich dir das angetan habe. Oh, ich habe mich so geschämt. Och, sieh doch, es war gar nichts. Nur ein kleiner Kratzer. Aber seitdem habe ich nie wieder ein Florett angerührt. Oh, mein armer Maximilian. Es macht nichts. Du hast mir vergeben und mich wiedergefunden. Maximilian, ich bin aber nicht deinetwegen hier. Nicht meinetwegen? Nein, ich bin auf der Suche nach einem sehr lieben Freund von mir, einem Mr. West, Bo West. Und dieser Mann ist wichtig für dich? Ja, ich würde alles tun, um ihn zu finden. Alles? Ja. Sag mir, reist du etwa allein? Ja. Nun, wenn es so ist, dann dachte ich... Ach, bemühe dich nicht, ich tue es schon. Oh. Du
Du musst sie dazu bringen, dich in deinem Haus zu besuchen. Meine Männer werden dann alles Weitere besorgen. Gut, ich verstehe. Alle drei? Nein, ich will nur zwei haben. Den mit dem Kopf, der aussieht wie die Kuppel der Moschee von Omar. Und den mit den Augen, die aussehen wie Brunnenlöcher in einer Oase. Gut, es wird geschehen, mein mächtiger Gebieter. Hey, Korktipp will, dass du noch nebenan kommst. Was, ich? Ja, du, frag bloß nicht, warum. Nicht nötig, ich weiß es. Sie können sich nicht lange dagegen wehren und dann geht die Post ab. So, Freunde, wartet nicht auf mich. Du kannst aufhören, da drin danach zu suchen. Es ist alles hier. Setz dich. Ich möchte herausfinden, was dir bevorsteht. Ja, genau das möchte ich nämlich auch gerne erfahren. Nein, nein, das darfst du nicht. Nicht hier. Ich werde dir die Zukunft sagen. Setz dich. Danke. Aber dann lass mich sehen, was mir bald bevorsteht. Du interessierst mich ganz außerordentlich. Ich fühle eine Verwandtschaft zwischen uns. Ein Schicksal, das unsere Ziele unwiderruflich leitet. Fein. Sorg du für deine Ziele und ich sorge für meine. Ah, es klärt sich schon. Ich sehe, dass du bald eine dunkelhaarige Frau irgendwo treffen wirst. Oh, bist du das vielleicht zufällig? Das wäre möglich. Ja, ich bin es wirklich. Fein. Wann? Ich sehe eine Uhr. Sie sagt Mitternacht. Mitternacht soll sein. Wo? Ich sehe ein Haus. Es ist das 10. Haus. Es liegt in der Straße der vielen Toren. Ah, Downing Street Nummer 10. Ich werde da sein. Oh. Alles geklärt. Oh. Ding, 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 ding. Was ist passiert? Wo? Was meinen Sie? Oh, eigentlich gar nichts. Sie hat mir nur die Zukunft gesagt. So, das werden wir bald sehen. Nicht doch. Wo wollen Sie denn hin? Der Sergeant hat recht, Sir. Na, hören Sie, sagten Sie nicht gerade, ich soll mich nach einer anderen Frau umsehen? Ja, Sir. Ich meinte eine Lady aus gutem Haus, Sir. Eine Frau wie die hat's nur auf eins abgesehen. Gut, dann helfe ich ihr dabei. Oje, oje. Sergeant, denken Sie, dass es gut gehen wird? Gut, du bist gekommen. Ich wollte dich gerade holen lassen. Das wolltest du? Wirklich? Ja. Du faszinierst mich außerordentlich. Bitte, setz dich. Oh, du hast einen ungemein interessanten Schädel. Wirklich? Was sagt er dir? Da wäre diese Stelle hier, die wie eine kräftige Beule ist. Sie deutet darauf hin, dass du sehr romantisch und voller Leidenschaft bist. Das ist komisch, denn da bin ich von einem Cricketball getroffen worden. Aber du bist voller Leidenschaft, ich fühle es hier. Ist es denn nicht wahr? Das mit der Leidenschaft ist mir mal im Musikunterricht passiert. Die Lehrerin hat mir Fingerübungen gezeigt und ich verlor den Verstand. Ist das alles? Sag mal, hast du noch niemals eine Frau geküsst? Oh, doch, oh ja. Aber noch nie eine mit einem Schleier. Findest du, dass mein Schleier viel ausmacht? Das ist genauso, als wenn an einem Bonbon noch das Papier dran ist. Und was wäre, wenn ich ihn abnehme? Oh, ja, tu das. Ich möchte es, aber es ist verboten, ihn in der Öffentlichkeit abzulegen. Aber du könntest mich vielleicht später in meinem Haus aufsuchen. Ja. Etwa 10 Minuten nach Mitternacht? Ja, ja. Da wirst du sehr viele Bonbons vorfinden, die nicht in Papier eingewickelt sind. Musst du gehen? Diese letzte Stunde war ein Erlebnis für mich, das ich nie vergessen werde. Ja, es war amüsant, aber jetzt muss ich Po suchen, mein Lieber. Wie du willst, der wird im Café Sieger Sieg sein. Ich bringe dich dorthin. Oh nein, ich muss allein zu ihm. Das verstehst du doch sicher. Meinetwegen, mein Liebchen, aber bitte sei vorsichtig. Es ist gefährlich für eine junge Dame ohne Schutz. Ach, Papa sagte das auch vor meiner Abreise, aber bis jetzt ist mir nichts passiert. Nichts Unerfreuliches. Hier ist das was anderes. Diese heißblütigen Araber werden versuchen, dich in die Sanddünen zu ziehen. Oh, dann erzähle mir doch, was die tun. Und das kann
nicht, nee. Aber es gibt eine arabische Redensart. Manche Fiedel geigt sich gut auf einer hohen Düne. Eine hohen Düne? Aber sei auf der Hut, mein Liebchen. Okay, Freunde, wir nehmen die Abkürzung. Diese Frau dort? Welche Frau? Die mit der Haut in der Farbe von Kamelmist. Ich kenne sie nicht, warum? Sie ist so anziehend, ich will sie haben. Bringe sie sofort zu mir. Gute Nacht, gute Nacht. Ich leg mich jetzt hin, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Er scheint aber nicht hier zu sein, wie dumm. Ich bin sicher, du wirst denjenigen finden, den du suchst. Aber vielleicht möchtest du in der Zwischenzeit die Gastfreundschaft meiner bescheidenen Behausung genießen. Oh, sehr gütig. Sie wohnen in der Nähe? Mein Lagerplatz ist in der Nähe der Oase El Nuki, in der Wüste. Inmitten der Sanddünen? Natürlich. Dachte ich's mir doch. Danke vielmals, aber ich bleibe heute Abend lieber in der Stadt. Wie du wünschst. Aber vielleicht änderst du deine Meinung noch. Möchtest du etwas trinken? Danke. Was ist das? Wir nennen es Sorbet. Sorbet? Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr getrunken. Es ist doch harmlos, nicht? Natürlich, wenn man es schnell trinkt. Das hier hat einen anderen Geschmack als der, an den ich mich erinnere. Aber es schmeckt köstlich. Dass ich Ihre Gastfreundschaft doch annehmen werde. Es ist mir eine große Ehre. Wir werden sofort aufbrechen. Oh. Übrigens, ich reise allein. So begehrst. Oh, tritt nur ein, du Begehrenswerter. Oh, hier ist etwas für dich. Ich bin hier im Schlafzimmer. Ich brauche dich gar nicht. Baby, das wird für unsere heiße Nacht. Wenn sie vorbei sein wird, wirst du völlig verschlagen sein. Hallo. Ich bin hier, im Schlafzimmer. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ich warte hier. Oh, nein, nein, nein. Du musst hierher kommen. Ich bin im Bett. Oh, du fühlst dich nicht wohl? Doch, doch.
Mir ist nur so kalt. Ich muss gewärmt werden. Möchtest du vielleicht eine Wärmflasche? Nein, begreifst du denn nicht? Ich warte auf dich. Wenn es dir nichts ausmacht, dass ich dich im Bett sehe. Hör mal, hier drin ist es aber ganz schön dunkel. Alles in Ordnung, Miss Corktip. Kommen Sie nur raus. Nein, das brauchen Sie nicht. Das waren nur die beiden. Das sind die beiden, die Sie belästigt haben, vorhin im Café. Sie wissen... Ein Glück, dass ich ein bisschen Jiu-Jitsu kann. Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Sie haben sich nichts übergezogen. Ich werde mich so lange umdrehen. Nie wieder einer Frau, solange ich lebe. Ungeheuerlich. Wenn Sie das in England tun, kostet das 5 Pfund Strafe. Wo sind wir, Sergeant? Wissen Sie das? Ja, das ist die Oase El Nuki. Das einzige Wasserloch im Umkreis von 200 Meilen. Du hast dich gut verhalten. Ich werde dich dafür belohnen. Ich will keine andere Belohnung, als mit der liebevollen Aufmerksamkeit meines Herrn bedacht zu werden. Das ist zu machen. Warte in meinem Zelt. Ich kann nur hoffen, dass Sie eine angenehme Reise hatten, Gentlemen. Nein, wir wurden skandalös behandelt. Ich verlange, den britischen Konsul zu sehen. Was gibt's? Habe ich was Komisches gesagt? Keine Ahnung, aber reden Sie weiter. Vielleicht platzt es. Ruhe, ihr jämmerlichen Kameltreiber! Ich muss doch sehr bitten! So können Sie mit einem Briten nicht reden. Nee, sachte, Bo, sachte. Unerhört, ich lasse mich von diesem Subjekt nicht beleidigen. Wenn Sie uns töten wollen, erschießen Sie uns, dann ist es überstanden. Das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Sie mit Ihrem großen Maul. Aber zuerst erwarte ich ein paar Informationen. Natürlich, lässt sich machen, fangen Sie an zu fragen. Wie viele elende Legionäre sind dort draußen in diesem Fort 69? Augenblick, wie viele Legionäre im Fort 69? Sie sagen es ihm doch nicht. Wieso nicht? Das ist eine absolut harmlose Frage. Das ist sie nicht. Er will das wissen, damit er weiß, ob er angreifen kann. Das ist doch albern, Bo, nicht dieser harmlose alte Gentleman. Es ist wahr. Alle Ungläubigen werden vernichtet, wenn die zweite Sichel des Mondes in die dritte Phase des Orion tritt. Wann ist das? Dienstag. Zuerst die elenden Legionäre in Fort 69 und dann die Ungläubigen in Sidi Bel Abbes. Es ist verfügt worden von dem Propheten Mustafa Leek. Mustafa Leek. Mustafa Leek. So, und jetzt wirst du sprechen. Wie viele Männer? Das ist mir doch im Moment völlig entfallen. Wenn ich mal kurz zur Kaserne zurück könnte, um unseren Kommandanten zu fragen, lass deine dummen Witze, du Ungläubiger! Womöglich erinnerst du dich leichter, wenn wir dich ein bisschen foltern. Ihr habt Zeit bis zum Anbruch der Nacht, um vernünftig zu werden. Wenn nicht, werden wir sie entfernen. Und zwar einen nach dem anderen. Was meint ihr wohl? Ach, vermutlich unsere Ohren. Sie sind aber schlau, denken immer an die höheren Dinge. Hör mal, Häuptling, vielleicht könnten wir das mal in aller Ruhe besprechen mit Mustafa Leek. Mustafa Leek! Monsieur Ulke, ich muss die Nummer 1 auf der Hitparade sein. Weg mit ihnen! Yes.
Also, ich habe ja irgendwo einen Manschettenknopf verloren. Ich werde ihn schon finden. Hör auf! Die haben uns wohl bemerkt. Wirklich witzig. Tötet sie! Wartet. Mustafa Lik! Mustafa Lik! Weg hier! Verfolgt sie! Schnell da rein! Mann, die sind gar nicht schlecht, diese Araber. Die haben das verrückteste Campingzubehör. Allah meint es gut mit mir. Wir sollten uns entfernen. Warum? Weil sie fast gar nichts anhaben. Das macht doch nichts. Ich werde gehen. Ich sterbe lieber draußen als hier drinnen bei denen. Die scheinen ein armer Irrer zu sein. Ich denke nur an meinen guten Namen. West. Danke, Simpson. Die warten da draußen. Wirklich? Warum kommen Sie nicht rein und holen uns? Moment mal. Das hier ist das Haremszelt. Männern ist das Betreten verboten. Nur den Eunuchen nicht. Was ist denn das? Das hätten Sie beinahe am eigenen Leib erfahren. Sir Shanzi, Sie meinen, dass all diese Ladies die Frauen vom Scheich sind? Ja, was ist daran so schlimm? Ich denke an all die Schwiegermütter. Aber der Scheich darf doch bestimmt hier reinkommen. Nein. Wozu hat er dann die vielen Frauen? Ich meine, das ist wie Cricket ohne Bälle. Da macht man keinen einzigen Punkt. Das ist ganz einfach. Wenn er den Wunsch hat, eine Frau zu sehen, lässt er eine kommen. Er geht nicht zu ihnen. Er sieht sie nur in seinem eigenen Zelt. Sie meinen also, solange wir hier sind, sind wir sicher? Ganz recht, wir sitzen fest hier drin. Was für ein Pech also. Kinder, wie wär's mit ein bisschen türkischen Honig? Nicht doch, jagen Sie ihm keine Angst ein, Sergeant. Bitte entschuldigen Sie unser Eindringen, Ladies, aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir Ihnen nichts antun werden. Hey, hören Sie auf, Versprechungen zu machen, die ich nicht halten kann. Ach, was soll denn der Krach? Ich versuche zu schlafen. Ich hatte so einen hübschen Traum. Da waren die wundervollsten Männer, die alle allein gereist sind. Oh, Jane! Bist du es, Abdul? Nein, ich bin es, Bo. Oh, mach dir nichts draus. Jane, was ist denn mit dir? Ich bin es, Bo West. Was? Bo? Na, so ein Zufall. Komm her und küss mich, Bo. Jane, bitte. Oh. Ihr Männer da drin, höret mir zu. Ruhe und höret zu. Kommt da raus und ich gebe euch mein Wort, dass euer Leben geschont wird. Wenn nicht,
dann werdet ihr alle auf eine schreckliche Art getötet werden. Das ist Abdul. Er ist ein wirklicher Schatz. Er möchte mich als Nummer 13. Nummer 13? Ehefrau? Wollen wir rausgehen? Natürlich nicht. Ich werde Jane nicht hier lassen, damit sie Nummer 13 wird. Aber es ist besser, als tot zu sein. Übrigens ist 13 nicht so übel. Da hat sie immer 12 Tage frei. Nein, nein, wir brauchen Hilfe. Einer von euch muss fliehen. Ich aber nicht, Sir. Mein Platz ist an Ihrer Seite. Danke, Simpson. Dann müssen Sie gehen, Sergeant. So, tausend Dank. Was soll ich tun? Ich würde sagen, wir gehen raus und Sie kriechen unter dem Zelt durch und laufen weg. Ja, und was dann? Greifen Sie sich ein Pferd und verscheuchen Sie die anderen. Sir! Warum salutiere ich vor Ihnen? All das schöne Gras und keine Zeit zu weiden. Kommt raus aus dem Zelt! Ist schon gut, wir kommen raus. Bye, bye, Bo. Ergreift sie. Es sind nur zwei. Wo ist denn der andere Ungläubige? Dort, Effendi. Halt! Lass ihn erstmal laufen. Es funktioniert. Nocker, alter Junge, du bist der Größte. Jetzt bist du ein echter Held. Sei stolz. So, gleich geht's los. Gut gemacht, Nocker. Eines Tages schreiben sie Bücher über dich, Nocker. Nocker der Legionär. So werden sie dich nennen. Nocker der Legionär. Nocker der Legionär. Klasse! Kennen Sie diese Tage, wenn einfach nichts klappen will? Hey, halt, halt! Also, dann wollen wir doch mal rekapitulieren, was Sie uns da gerade gesagt haben, Madame. Sie sagten, dass vor 4 Tagen Sergeant Nocker mit 2 anderen Legionären in Ihrem Café gewesen ist. Richtig? Das ist richtig. Dann ist er mit der Frau abgehauen, der Korktipp. Oh ja, und Sie erklärten weiter, dass er sich noch immer bei dieser Frau aufhält, richtig? Natürlich. Wo sonst, das dreckige Schwein? Ja. Und während er angeblich allein in der Wüste auf Patrouille war, war er in Wirklichkeit die ganze Zeit bei Ihnen, richtig? Das ist richtig. Jahrelang ist er zu mir gekommen, bis diese Frau aufgetaucht ist. Madame, möchten Sie nicht das benutzen? Nein, danke, ich muss jetzt nicht. Ja, wie Sie meinen. Vielen Dank für die Informationen, Sie können jetzt gehen. Okay, Sie sind nett. Wollen Sie nicht mal Sig-Sig besuchen kommen? Ich denke, ich habe alles, was ich von Ihnen wollte, Madame. Wirklich? Vielleicht gibt es da noch ein paar Punkte, die ich später mit Ihnen durchgehen möchte. Gut. Bald, ja? Interessant, Le Pies. Wirklich interessant. Wie ist Ihr Name? Herr Kommandant, Ihr Name ist Sig-Sig. Sig-Sig? Das ist ein eigenartiger Name. Es ist ein altes arabisches Wort für eine Dienstbotin. Es bedeutet eine Frau, die es auf einem Tablett reicht. Und die ganze Zeit hat sie es diesem Sergeant Nocker auf dem Tablett gereicht. Oh mein Gott, wie hat dieser Mann uns zum Narren gehalten? Unerhört. Und all diese Geschichten über einsame Patrouillen, in denen er Hunderte umgebracht hat. Und dabei ist er nur bei ihr gewesen. Ja, und ich habe ihn immer wieder mit Orden belohnt. Aufwachen! Ich bin's, Sergeant Nocker! Aufwachen! Kommandant! Kommandant, Sergeant Nocker ist wieder da. Kommen Sie, Lepis! Sergeant Nocker meldet sich von der Patrouille zurück. Und was haben Sie uns wohl dieses Mal zu melden, Sergeant? Böse Nachricht, Sir. Forest Wasserneuf soll angegriffen werden. Und woher haben Sie diese Information? Sir, die Legionäre West Simpson und ich wurden gefangen genommen, nachdem wir uns heftig gewehrt hatten. Natürlich. Ja, man brachte uns zur Oase El Nuki und dort gelang es mir, durch Tollkühnheit zu entkommen, damit ich Sie warnen konnte, Sir, 4 Tage zu Fuß durch den kochend heißen Sand. Hören Sie auf, nicht zu fassen, diese Geschichte. Ja, es war nicht leicht, Sir. Stehen Sie nicht rum, Sie haben den Kommandanten gehört. Bringen Sie das Etui mit den Orden. Nein, nein, nein! Einer würde mir genügen, Sir. Sie bekommen keine Orden mehr von mir, Sie Schweinehund! Schweinehund? Sie haben mich nämlich einmal zu oft auf den Arm genommen. 53 Araber ganz allein getötet! Und eine ganze Kompanie vor dem sicheren Tod errettet? Lügen! 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 Sir, was tun Sie? Ich habe Sie doch für Tapferkeit erhalten. Nein, nicht für Tapferkeit, sondern für dreiste Betrügereien! Abführen!
Was ist passiert? Was habe ich gesagt? Herr Kommandant, wegen Sergeant Nocker. Er ist bereits 3 Tage da unten. Hat er sich entschlossen, die Wahrheit zu sagen? Ich fürchte nein, Sir. Er hört nicht auf, diese alberne Geschichte über West, Simpson und eine englische Dame zu wiederholen. Das höre ich heute zum ersten Mal. Eine englische Dame, sagen Sie? Nicht Lady Jane? Ich glaube, das ist Ihr Name, Sir. Kapitän LePeace, alarmieren Sie die ganze Kompanie. Oui, oui, Herr Kommandant. Marschgepäck, Waffen und Munition. Oui, oui. Und lassen Sie Sergeant Nocker raus. Oui, oui. Hören Sie auf mit oui, oui und gehen Sie an die Arbeit. Legion, links um! Legion, vorwärts, Marsch! Was ist passiert? Wo sind die alle hin? Wo ist Lady Jane? Wo ist sie? Ich habe sie gewarnt. Wenn sie uns an der Nase herumgeführt haben, dann werde ich sie... Ja, ich gebe Ihnen mein Wort, Sie waren hier. Kommandant, was? Sehen Sie. Asgeier, Sie denken doch nicht... Das sieht gar nicht gut aus. Da kann ich nur das Schlimmste befürchten. Nein, nein, nicht mein Liebchen Jane. Halt! Dort, Sir. Oh, Gottes Willen, das ist erschreckend. Wir müssen ihm helfen. Alles in Ordnung, Sir. Er lebt und atmet noch. Das ist unwichtig. Wo ist mein Liebchen? Oh, die arme kleine Jane. Ich kannte sie so gut. Nicht doch, Sir. Das ist der Schädel eines Mannes. Woran sehen Sie das? Am Kieferknochen. Bei Frauen ist er abgenutzt. Er kommt vom ständigen Schnatter, Schnatter, Schnatter. Ja, wo ist sie dann? Was ist dir passiert? Mutter! Mutter? Ich bin's, Bo Nocker! Armer Teufel, er ist halb verrückt, liegt eine Woche lang in der glühenden Sonne. Es scheint, als ob uns etwas sagen will. Ich höre, West, was ist denn? Drehen Sie mich um. Mein Rücken soll auch braun werden. Oh, sie ist vielleicht schon ermordet und er denkt an eine gleichmäßige Bräune. Ach, achten Sie nicht auf ihn, Sir. Er deliriert, er ist nicht mehr bei sich. Idiot, wo ist sie? Wo ist Lady Jane? Sie ist bei Ihnen. Zum Überfall auf Fort Swasson. Ah, wir kommen noch zur rechten Zeit. Kümmern Sie sich um ihn, Sergeant. Okay, Sir. Keine Sorge, wird schon wieder. Wir marschieren nach Fort Swasson. Lauf weiter! Oh, Herr Kommandant, das ist viele Meilen entfernt. Wir brauchen Wasser. Wir füllen unsere Feldflaschen in der Oase. Kommt und beeilt euch! Jetzt siehst du, wieso ich den Sergeanten gehen ließ. Er wird sie geradewegs in meine Falle führen. Sollen wir sie angreifen, Effendi? Nein, nein. Wir warten 2 oder 3 Tage. Weißt du, ohne Wasser werden sie schwächer sein. Sir, die Männer marschieren seit 2 Tagen ohne Rast. Sie brauchen eine Pause, Sir. Aber nur 1 Stunde, das genügt. Danke, Sir. Sie sind so gütig. Also, Leute, ihr könnt wegtreten. 1 Stunde Pause. Nur 1 Stunde. Schweinerei. Das haben wir nicht viel. Sir, ich mache mir Sorgen um die Moral. Wenn wir nicht bald Wasser kriegen, gibt es Ärger mit den Männern. Sie sind der Adjutant, Kapitän LePeace. Es ist Ihre Aufgabe, die Männer zu beschäftigen und von ihrem Durst abzulenken, verstanden? Zufälligerweise hätte ich da eine vorzügliche Idee. Ha!
Handeln Sie danach, Le Peace! Handeln Sie danach! Aber gern, Sir. Gott im Himmel! Dummkopf! Sie ziehen nicht weiter, Effendi! Was tun Sie denn nur? Kommandant Burger, wir sind zu weit. Sie werden verblüfft sein. Gut. Seltsam. Ich denke, die Zeit ist gekommen, um anzugreifen. Sag meinen Kriegern, sie sollen sich bereithalten. Spaßig, nicht, Sir? Schönes Wetter heute. Ja. Ganz reizend, diese Burgen. Alle sehr gut, muss ich sagen. Ja, die da auch. Aber ich glaube, die hier ist die beste. Erster Preis, Klotzki. Was? Meine ist besser als seine. Ah, denkst du, ja? Ja. Aufhören, aufhören! Das ist doch nicht so ernst gemeint! Los, aufhören! Ach, komm her, du, das werden wir sehen. Simpson, er hat Ihre zu drehen. Unsere Männer sind bereit zur Attacke, Effendi. Warte, es sieht aus, als ob sie die Arbeit selber erledigen. Wir können auf einen Angriff verzichten. Wir reiten weiter. Wir überfallen Fort Soissonneuf, sobald es geht. Aufhören! 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 Der Prophet hat gesagt, das Verhalten der weißen Ungläubigen ist wie Blut, das aus einem Stein kommt. Man versteht sie nicht. Bartaffe. Schon gut, schon gut, schon gut. Seid ganz ruhig, regt euch nicht auf. Naja, okay. Schon gut, schon gut, schon gut. Erledigt, Sir. Wie viele Verwundete, Sergeant? 16, Sir. 16? Das ist ja unfassbar, absolut ungeheuerlich! Och, ich bitte Sie, Sir, das sind prima Burschen, die lassen nur ein bisschen Dampf ab. Aber 16 Verwundete! Durch Sie, Le Peace, mit Ihren vorzüglichen Ideen! Sie brauchen mir nicht die Schuld zuzuschieben. Seien Sie kein böser Burger. Sergeant, Sir! Suchen Sie die Männer aus, die nach Fort Soissonneuf mitkommen. Sir, den weiten Weg ohne Wasser? Wir müssen los. Nicht nur um Lady Jane zu retten, sondern um auch die Garnison zu entlasten. Aber was ist mit dem Kapitän, Sir? Wollen Sie etwa Le Peace nicht? Ich habe ja nur so gefragt, Sir. Was ist mit dem Kapitän? Oh, Sie Dummkopf. Ich meinte, Le Peace kommt nicht mit uns. Ich schicke ihn mit den Verwundeten zurück, damit er uns Verstärkung besorgt. Le Peace? Ja, Herr Kommandant. Ich will die Karte sehen. Ja, Herr Kommandant. Hier ist unser Operationsziel. Fort Soissonneuf. Und da befinden wir uns. Links um, vorwärts, marsch! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Sergeant, Legionäre, Achtung! Links um, vorwärts, marsch! Links, rechts, links, rechts, links, 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 links. Schauen Sie! Ein Brunnen! Ein Brunnen! Halt! Hurra! Wasser! Endlich Wasser! Nicht so hastig! Das war eine Fahne! Haltet die Klappe! Da ist doch gar aber nichts! Da war es, Sergeant, der Brunnen! Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe genug. Ich halte das nicht länger aus. Ich halte das nicht länger aus. Was ist los, Klotzki? Ich habe Durst. Sicher will er ein wenig Wasser. Was sehen Sie mich an? Was erwarten Sie? Ich kann kein Wasser machen. Wir sind verloren. Simpson. Aber Sir, wir kommen hier nie lebend raus. Sehen Sie doch die Aasgeier. Zur Hölle mit euch. Zur Hölle mit euch. Na los, greift uns doch an. Verflixt, einer hat's getan. Männer! Ihr müsst euch zusammenreißen! Es gibt reichlich Wasser für euch im Fort! Los, los, wir dürfen nicht ruhen! Oh, Sir, er ist schrecklich hart.
Entschuldigen Sie, Sir, kommen wir zu spät? Ich habe diese Musik schon mal gehört. Sie wird bei Hochzeitsfeiern gespielt. Aha, na ja, sie wird gespielt, wenn der Scheich sich eine neue Frau nimmt. Alles Gute für ihn. 12 hat er ja schon. Und noch eine Frau? Nummer 13? Lady Jane? Oh nein. Halt, keine Panik, Sir. Vielleicht können wir es noch verhindern. Kommandant, Sir, ist das die Musik vor oder nach dem Zeremoniell? Vorher. Sie soll dem Scheich große Ehefreuden wünschen. Es ist der Song der Fruchtbarkeit. Oh nein, schnell, ehe es zu spät ist. Da ist sie! Noch ist es Zeit. Diese Musik will dem Scheich große Stärke und Ausdauer wünschen. Hört her, am morgigen Tag marschieren wir nach Sidi Bel Abbes. Hey! Aber heute in der Nacht der Nächte wollen wir euren tapferen Sieg feiern. Ich, euer Scheich, werde eine neue Ehefrau an meine Brust nehmen. Ja! Geh in mein Zelt. Die Stunde deiner Erfüllung ist nicht mehr fern. Muss ich denn unbedingt erfüllt werden? Geleitet sie! Mein Volk, der Augenblick ist nah. Ich wünschte meiner auch. Ein schöner, naher Augenblick wäre mir recht. Kommen Sie, wir werden das Zelt umrunden und versuchen, unauffällig einzudringen. Oh, das wird schwer sein. Die Omen und Zeichen sind alle mit uns. Aber vergesst nicht, zuerst den uralten Gebräuchen unseres Stammes entsprechend erwarte ich eure Gaben. Zur Ehre des großen Abdul! 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 Dankeschön! Jane! Psst, kein Laut. Es ist alles in Ordnung. Kommt. Oh, teure, teure Jane. Sind wir rechtzeitig gekommen? Für was? Du weißt doch, hat er... Hast du? Oh nein, er hat nicht und ich auch nicht. Mein Liebchen! Maximilian! Mein Liebchen! Sei unbesorgt, Max ist hier. Ich bringe dich ins Fort und dort bist du in Sicherheit. Eine Wette darauf ist riskant. Verzeihen Sie bitte, Sir, es ist Zeit, dass wir Lady Jane hier rausholen. Er hat recht, gehen Sie schon, ich halte Wache. Ja, ja, ja. Achtung, da kommt jemand! Ehre des großen Abdul. Danke vielmals, sehr freundlich. Sagen Sie, was hat das zu bedeuten? Die kommen rein und bringen Geld für ihn. Für ihn? Mhm. Wird er etwa dafür bezahlt?
Mann, ich bin in der falschen Branche. Aber das ist nicht gut. Sie kommen rein, sehen, dass Lady Jane verschwunden ist und schlagen Alarm. Richtig, wir brauchen gute 10 Minuten, um sie zum Fort zurückzubringen. Hey, wie wär's, wenn einer von uns sie imitiert? Eine gute Idee, Sergeant. Jemand, der klein ist? Genau, Sergeant. So wie Sie. Nun, vielleicht ist die Idee doch nicht so gut gewesen. Aber ja, Simpson, es ist einfach ein wundervoller Einfall. Schnell, mein Liebchen, geh hinter den Paravent und zieh dich aus. Das kann nicht lange dauern. Ah, Sie auch, Simpson, ausziehen. Oh, wenn Sie es wünschen, Sir, würden Sie das halten? Ist gut. Weiter? Ist das notwendig, Sir? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Simpson. Sehr wohl, Sir. Los, ein bisschen schneller, Leute. Wir sind fertig. Das genügt. Schnell, mein Liebchen. Danke, Simmy. Sir, was mache ich bloß, wenn der Scheich kommt? Das ist eine gute Frage, Simpson, und ich wünschte, ich wüsste eine gute Antwort. Danke, Sir. Und nicht vergessen, wir brauchen gute 10 Minuten. Er darf vorher nichts herausfinden. Sir, Mr. Bo, Sir, er findet es bestimmt raus, wenn mein Augenblick naht. Sergeant, Sie lassen mich doch mit dem Mann nicht allein. Ach, Simmy, alle Bräute sind in ihrer Hochzeitsnacht nervös. Aber ich weiß doch nicht, was ich tun lassen soll. Lassen Sie sich nicht verblüffen und bleiben Sie ganz ruhig. Und merken Sie sich, wenn was schief geht, können Sie immer durch die hintere Falltür abhauen. Viel Spaß. Aber Sergeant! Mein Volk, ihr habt genug gegeben. Ich will nicht länger warten. Ich bin mit einem sehr bekannten Fleischer in Wolverhampton verlobt. Komm her. Nein, nicht diese Woche. Entziehe dich mir nicht. Nein. Komm. Komm. Sehen Sie, ich bin nur für 2 Wochen hier, ehrlich. Komm endlich her. Oh, legen Sie das weg. Sei mein. Komm schon. Nein. Stell dich nicht an. Oh, nein. Bleib schon stehen, meine Gans! Öffnen Sie das Tor, Klotzki! Wir sind es! Aufmachen! Was ist mit Simpson? Hat der Scheich schon was gemerkt? Ich denke nicht. Hilfe! Jetzt hat er es. Oh, hallo, Boys! Haltet ihn! Haltet ihn! Man hat mich hereingelegt! Bringt mir diesen Mann! Ich will seine Nieren gegrillt zum Frühstück verzehren. Das schwöre ich beim Propheten Mustafa Lee. Mustafa Lee. Haltet euch mit dem Theater nicht auf, ihr Dummköpfe. Ihm nach, ihm nach. Hey, da kommt er. Gebt ihm Feuerschutz. Lass mich rein! Elende Ungläubige, dafür werdet ihr alle sterben! Ich, Abdullah Bulbu, schwöre es! Im Morgengrauen werdet ihr alle sterben! Kann ich mir denken, die Meute gegen uns 6. Noch ist es nicht aussichtslos, es sind noch 2 Stunden bis zum Morgengrauen. Kommen Sie, lassen Sie uns Munition holen. Nicht viel Munition, Sergeant. Aber da ist Schießpulver. Und ein Grammophon. Ein Grammophon hat uns doch gefehlt. Vielleicht geben wir denen die Nadel, was? Sergeant! Ich dachte, eine kleine Humorspritze könnte uns nicht schaden. Haben Sie das da gesehen? Was? Feigen, Datteln, Paprika, Kokosnüsse. Das waren keine regulären Truppen, Sir. Was gibt's denn noch? Apfeltabletten, Glukosetabletten, Salztabletten, die Pille und... Die Pille? Wozu haben Sie die wohl gebraucht? Das weiß ich auch nicht. Sehen Sie mal, was da ist. Ja. Gummi Arabicum. Brauchen wir Gummi Arabicum? Ja, wie ein Loch im Kopf. Das ist unser Glück. Wir finden einfach gar nichts. Sekunde. Gummi Arabicum? Kleber. Sir, ich hab da einen Einfall. Komm schon, komm schon. Na los, Klotzki. Weiter rollen. Weiter rollen. Weiter rollen. Siehst du, teurer Bo, du hast Humphrey kein Bein gestellt. Er hat gelogen, um dich in Misskredit zu bringen. Und da bist du, wundervolle Jane, allein hierher gereist, um mir das zu sagen? Das war doch ganz leicht. Alle waren furchtbar nett und konnten gar nicht genug tun.
Ach, wie schön. Wissen Sie, was das bedeutet, Simpson? Mein Name ist reingewaschen und wir können nach England zurück. Ja, Sir. Wenn wir hier rauskommen, schon. Vorsicht! Vorsicht, Sir! Wir werden jetzt in Stellung gehen! Alles in Ordnung, Sir. Ja, aber halten Sie scharf Ausschau. Die greifen an, wenn sie merken, was los ist. Und zieht den grünen Hut. Und er spricht das Mädchen an, wie ein Verliebter tut. Oh, heiliges Leid. Jetzt ist es aus. Noch haben wir ein paar Überraschungen für die übrig. Attacke! Tötet! Achtung, sie kommen! Los, nicht nachlassen! Noch 50 Yards und sie sind bei uns! Ihr sollt sie angreifen! Tötet die Ungläubige! Bingo! Sie klemmen fest! Das macht richtig Spaß, Sir! Nicht zu lange halten! Werfen! Wie in alten Zeiten, Sir. Danke, Sir. Hey, ich brauche mehr Munition. Es ist keine Munition mehr da. Hey, Cricket Ass, schmeißen Sie eine Bombe! Schluss der Partie, Sergeant, wir haben keine mehr! Dann ist alles aus. Sobald die aus dem Kleister raus sind, schnappen Sie uns! Oh, da kommen wir wohl genau richtig. Kompanie, zum Angriff bereithalten! Vorwärts!
kennt ihr, aber ich kriege meine Rache! Das schwöre ich! Ich... Simmy Baby, ich sagte doch... Moment mal, was ist mit dem Kommandanten? Na, wurden Sie getroffen, Sir? Ja, ich fürchte, überall. Nehmen Sie einen Schluck Wasser, Sir, das wird gut tun. Los, ein bisschen Tempo! Sergeant Knocker! Ja, Kommandant, wenn ich bitten darf. Wie geht es Ihnen, Lady Jane? Schön, Sie zu sehen, Kommandant. Bleiben Sie eine Weile? Aber ja, ich bin nicht nur für Tee und Gebäck gekommen, alter Freund. Wundervoll. Ich sage Simpson, dass er Ihre Sachen holt. Nicht nötig, ich habe meinen eigenen Burschen dabei. Du, wach auf, im Laufzeit! Links, rechts, Tempo, Das ist Ihr Bursche? Oh, da hat man doch mal was fürs Auge. Entschuldigung, Sir. Sie sind... Ach, danke vielmals. Ist gut, Simpson. Wir sehen uns dann in ein paar Minuten, Kommandant. Unterhalten Sie sich mit meiner Frau. Geben Sie sie nebo. Nun, Lady Jane, ich muss sagen, Sie sind hübscher denn je. Danke. Und ich sehe, dass Sie inzwischen fleißig waren. Ja. Sehen Sie nur, ist der nicht bezaubernd? Und ganz der Papa.